Ist der Islam bedrohlich oder bereichernd? Unter anderem dieser Frage ging die Bertelsmann Stiftung im Rahmen ihres Religionsmonitors nach. Und die Antwort? 52% der Befragten in Deutschland empfinden den Islam als Bedrohung, 36% als Bereicherung. Ähnliche Ergebnisse hatten bereits Bertelsmann-Erhebungen in den Jahren 2013, 2015 und 2017 ergeben. Offenbar sehen viele Menschen den Islam derzeit weniger als Religion, sondern vor allem als politische Ideologie an und nehmen ihn deswegen von der religiösen Toleranz aus, ordnet Yasemin El-Menouar von der Bertelsmann-Stiftung die Zahlen ein. Gleichzeitig betont sie, Christentum, Judentum, Hinduismus und Buddhismus seien von den Befragten mehrheitlich als Bereicherung eingestuft worden. In Deutschland leben dem Innenministerium zufolge zwischen 4,4 und 4,7 Millionen Muslime.